Wir sind wieder auf der YouTuber-Insel und was heute passiert, ist einfach nur krass. Ich habe nämlich Lofty kennengelernt, der ein Freund von Timmy ist, also ein Verbündeter von uns. Als Keanu und Ryan zu uns kamen, hatten sie ein Angebot für uns. Wir haben erst auf nett getan, um überhaupt zu hören, was sie von uns wollen. Aber ganz am Ende ist etwas Unerwartetes passiert und wir wurden verraten. Deswegen bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Ich brauche hier noch ein bisschen was zu essen. Ein bisschen gekochten Fisch. Meine ganzen Sachen sind einfach weg. Du musst natürlich schauen. Hey, wer bist du? Wer bist du? Warte mal. Ich bin Lofty, wer bist du? Ich bin Kiro, aber deine Brustplatte verrät mir, dass du, glaube ich, zu den Bösen gehörst, oder? Ich gehöre zu den Guten, heißt das. Ja, aber das ist genau, was ich meine. Du gehörst zum sechsten Unheil. Und jetzt haben wir das Problem. Deine Brustplatte sieht nicht so aus wie meine. Das heißt, du gehörst zum Bösen. Nein, das verstehst du falsch. Ich bin das sechste Unheil. Ich bin gestern dazugekommen beim großen Event. Aber ich wurde besiegt. Mit meinem Bruder Timmy? Mit Timmy zusammen. Mit Timmy, richtig. Timmy, mein Anführer. Mein wertgeschätzter Anführer. Sehr gut. Und der Alpha-Clan hat sich auch uns angeschlossen, was ich super finde. Auf der anderen YouTuber-Insel waren wir die Höllenkrieger. Und wir haben... Oh, du hast ja eine ganz tolle Stimme. Das gefällt mir. Mach das nochmal. Oh. Ich zitter! Das gefällt mir. So muss das sein. Stell dir vor, die Gegner hören das. So, jetzt kommen wir mal ganz kurz hier rein, denn wir müssen uns was ausleihen, natürlich, ganz klar. Ja, wir leihen nur. Richtig. Gibt's aber kaum eine Sache. Eine Leine könnte ich gebrauchen. Ah, den Bogen könnte ich austauschen. Dadurch habe ich es nicht geliehen. Ich habe ein Tauschgeschäft gemacht. Wer hat denn vorhin keinen Helm drauf gehabt? Wir können mir doch einen Helm geben. Wen? Timmy? Timmy. Ja, stimmt. Nimm den mit. Oh, das ist gut. Damit er sich freut. Wir müssen Timmy auch irgendwie eine Opfergabe mittlerweile bringen. Ich glaube, das wird er wertschätzen. Wieso krieg ich dann keine Opfergabe? Und du bist auch neu. Wir sollten alle was bekommen. Ja, du hast recht. Die eigentlichen Bösen müssen hier uns was bieten, was uns würdig kommt. Mhm, genau. Gibt's hier irgendein Geheimversteck? Was ist, wenn wir angegriffen werden? Wie können wir hier flüchten? Du hast recht, warte mal. Hier unten ist nämlich so eine Treppe. Und da gibt's hunderte von Tunnel. Was ist hier? Okay. Warte, hier ist alles kaputt. Was ist hier passiert, verdammt? Oh. Wow. Hier geht's wirklich in alle Richtungen. Ich sag ja, hier gibt's 1000 Tunnel gefühlt. Deswegen, wir müssen hier vorsichtig sein, was wir auch reden. Wir können so leicht belauscht werden. Das ist eine Druckplatte, ich mach sie mal lieber weg. Ja, ich wollte gerade sagen, das sieht ein bisschen sass aus. Hier kann man irgendwie handeln. Das ist ein Handelsraum, glaube ich. Oh, das sieht wirklich so aus. Ich handle diese Druckplatte gegen einen Cobblestone. Oh nein. Wer ist da? Hey. Wer ist da? Boini. Wer ist da? Was? Moment. Hallo? Hallo? Hey, wer ist da? Was geht? Oh, was macht ihr hier? Hast du nicht gestern wer seid ihr? Right? Ja, ich wurde besiegt. Ach, Boini. Von deiner Nase. Hallo? Hey, Kian, was geht? Oh, Kian! Hey, Lofty! Boini, Mann! Ich weiß, guck mal, dafür gibt's einen Goldapfel, weil ich dich mag. Und Boini kriegt auch einen. Oh, mhm. Schön. Von mir gibt's noch einen Fisch, weil ich habe leider nichts anderes. Oh. Wow. Schicken, dass Fisch ist. Okay. Ja. Alles gut, Brudi. Ich habe Fischkrankheit. Jungs, hört mal zu. Was los? Ja. Was mit deinen Augen? Die sehen noch ganz normal aus. Ich weiß, was du meinst. Wartet mal ganz kurz. Ich muss ganz kurz mit Ryan reden. Ryan, komm mal kurz mit. Alles gerne. Gut, wir gehen ganz kurz nur chillen. Oh, du hast eine schöne Glatze. Mann, wir sind jetzt belauscht. Hier. Das Ding ist, Lofty war immer schon ein bisschen komisch, was sowas angeht. Bro, aber seine Augen waren nicht rot. Guck mal, seine Stimme, hast du das nicht gehört? Ja, genau, das meine ich mit der Stimme. Das ist schon... Bro, Vorsicht, okay? Vorsicht. Ja, okay. Ey, auf jeden Fall, du Boden ist korrekt, Randy. Ja, Jungs, safe, der Gold auf dem kurze Frage an euch. Ja, bitte. Wir haben einen Plan. Ich weiß nicht, ob ihr es herausgefunden habt, dass hier ein gewisser Admin namens Tobi sein Unwesen treibt. Tobi. Oh, nee, das weiß ich nicht. Klingt gar nicht gut, nein. Genau, der ist ein bisschen, also er ist eigentlich, ich finde ihn mittlerweile, Randy, muss ich echt sagen, ein bisschen cool, aber seitdem er da ist, läuft hier alles ein bisschen verkehrt. So, wir haben hier jedes Wochenende Probleme, wir fangen schon an, uns gegenseitig anzugreifen und so. Deshalb wollte ich euch fragen, ob ihr Bock hättet, mit bei der Rebellion dabei zu sein.
Gegen Tobi? Gegen den Admin? Ja, Tobi und... Nein! Alles gut, Lofty? Wie? Wir machen da nicht mit! Wie? Warte mal. Das könnt ihr knicken! Kian! Und Reini! Tobi! Warum denn? Für nicht? Immer! Das ist ein Anhänger wie Tobi von Tobi Reini! Ich wusste es! Ja, guck, ich glaube, ihr habt einen großen Fehler gemacht, hierher zu kommen! Wie steht das ist diese Botenrüstung. Wie steht denn ihr zu Timmy? Timmy ist mein Anführer. Oh mein Gott, stimmt ja. Und ich werde alles tun, was er sagt und mir befiehlt. Ja, Bro, du bist aber Two Shots, das weißt du schon, ne? Ja, das ist mir egal, ich komme immer wieder und immer wieder und immer wieder. Okay, das kann nervig sein, das stimmt schon. Ja, nicht Lauf nur nervig, auch? Sondern auch gefährlich. Oh, Josef. Ey, Lofty, du bist vom Fluch verfallen, Bruder. Du bist stärker als der Fluch. Nicht du auch noch, Mann. Lofty, du musst scheiß auf den Fluch, Bro. Du bist stärker als der Fluch. Vertrau mir. Kian, irgendwie... Lofty hat mir gerade komisch. Ich glaube, ihr müsst jetzt... Ich glaube, ihr solltet gehen. Lofty hatte mal einen KFC. Hä? Stimmt das? Ja, das war richtig geil. Das bereden wir gleich mal. Ja, haut lieber jetzt ab. Also seid ihr safe raus? Yeah. Ja, sofort! Wir sind nämlich auf der guten Seite! Ey, auf mit der Sache! Hau ab, Mann, du mit der Nase! Lofty. Ich werde dich retten, Bro. Ey, so respektlos! Das ist gerade normal, dass du so fühlst, dass du so böse drauf bist. Das ist Van Tridan und Stays auch. Das ist normal, weil wir auf der richtigen Seite sind. Du hast ganz recht! Ganz recht! Digga, ich mach aus dir einen Hotwing wieder, Bro, Alter. Du bist keine zwei Tage hier. Du hast doch gar keine Ahnung, wie das hier läuft. Ja, Digga, das wirst du schon noch sehen. Das Böse wird über euch wachen und wir sind die Guten. Warum hat der auch meinen Kopf? Ich werd langsam sauer. Wir sind die Chicken-Brüder. Nee, macht mich bloß nicht sauer. Ihr vergesst wohl, glaube ich, eine Sache. Tobi ist nämlich auf meiner Seite, beziehungsweise ich bin auf seiner Seite. Ja, dann das heißt, wenn ich ein bisschen mehr Kraft brauche, dann gehe ich einfach zu Tobi. Dann hol ihn mal. Reini. Oh, wir sehen uns nachher wieder. Fehler, mein Freund. Wir sehen das nicht vergessen auf der anderen Insel. Du und ich, wir werden uns wiedersehen. Ja, natürlich werden wir uns wiedersehen. Ey, Reini, lass mal gehen, Bro. Ja. Mit dem kann man nicht reden. Ihr habt wirklich einen Fehler gemacht, damit ihr hergekommen seid. Einen großen Fehler. Von dem Hotwing hier muss ich echt sagen, der ist One-Shot. Aber Lofty, dass du wirklich hier schwach wirst und dich dem Bösen verfällst, Bro, da bin ich enttäuscht. So kenne ich dich nicht. Ich schon. Sieht so, dass ihr Leine macht jetzt. Ey, ich will jemanden, wer ist das? Was ist hier Timmy! Los, Alter? Ja, renn lieber weg! Jetzt ist es zu spät! Willst du Stress machen, Giannis und Reini? Ja, wir haben nur geredet. Weißt du, was sie geredet haben, Timmy? Die wollten, dass wir euch verraten. Ey, Reini hat mein Schwert geklaut. Die wollen eine Rebellion starten, Timmy. Ey, alle hinterher, Reini. Verhandeln, dafür ist es zu spät. Du wirst verhandelt? Ich hab einen guten Deal für dich, Timmy. Okay, gut, dann rede. Das war mein Schwert. Komm zum Einfach, nicht Timmys. Ja, okay, gut, dann quatschen wir. Wehe, du nimmst mich hoch, Kianis. Nein. Ich würde gar nicht. Ich kenne deinen Bruder, Alter. Dann gibt's richtig Ärger. Wo ist denn euer Tisch, Alter? Ja, wir haben umgebaut. Wir haben eine neue Firma beauftragt. Ein sehr schöner Tisch. Ja, das gefällt mir. Ja. Okay. Hey, Reini. So. Auf dann. Also, jetzt keine Faxen. Die Fahndung läuft dazu. Ja. Ich will zuerst wissen, Timmy, das ist jetzt sehr wichtig. Was hat Tobi dir erzählt? Warum bist du hier auf der Insel? Das kann ich nicht so sagen. Ich kann nur so viel sagen. Reini. Ich bin auf der YouTuber-Insel, damit hier endlich mal wieder Klarheit geschaffen wird. Das Böse muss beendet werden. Und das Böse ist Sue. Richtig. Was? Oh, Sue ist mein Bruder. Was für böse, Mann. Sue ist komplett böse. Da musst du mal unter Kontrolle halten, Alter. Junge, sag nichts Falsches, Mann. Sue ist doch nicht böse. Was soll er denn gemacht haben? Nein, der ist... Okay, weißt du was? Du sagst, Sue ist nicht böse. Warum hat er mich denn dann einfach verbannt von der YouTuber-Insel, hä? Warum hat er nicht einmal gesagt, ey, wie sieht's aus? Willst du nicht vorbeikommen? Alles klar bei dir? Das ist eine Lüge. Dich haben alle gebannt. Nicht jeder hat mich gebannt. Ja, das war das Böse, das euch beeinflusst hat, ich sag euch ehrlich. Bro, was laberst du, Mann? Oder vielleicht die Zerstörung, die du angerichtet hast. Ich schwöre dir. Von dir bin ich am meisten enttäuscht, nicht zerstört. Gib mir mein Schwert jetzt. Ist so, aus dem Kianis. Ich sag dir ehrlich, Bro.
Was? Ich hab den Admin seinen Rücken. Ich weiß nicht, welchen du Rücken hast, aber ich glaube, ja, dein Rücken ist krumm. Glaub mir, mein Rücken ist durch McFit übertrieben breit, Bro. Vertrau mir. Das versteht ihr hier gar nicht. Aber jetzt eine ganz, ganz andere Frage an dich. Ja. Du sagst, dass er hinter deinem Rücken steht. Ja, das stimmt. Das ist meine Frage, dann wo ist er? Wie, wo ist er? Er schaut immer zu. Wenn er will, ist er hinter mir. Wenn er nicht will, ist er nicht da. Ich sag's mal so, in den wichtigen Situationen ist er da. Dann erklär mir mal, wie man Tobi beschwört, wenn du dir so sicher bist. Ich muss ihn nicht beschwören, ich muss einfach nur an ihn denken. Er schaut ja immer zu. Du denkst doch gerade an ihn, wenn du mit ich hab eine gute Bindung zu Tobi, sag's mal so. Und du hast mich gefragt, was Tobis Mission ist, ne? Du hast gefragt, warum ich... Was ist deine Mission auf dieser Insel? Ja, was meine Mission ist, wirst du wissen, ne? Meine Mission ist, dass ihr Machtliebhaber nicht mehr der Macht gefangen seid. Versteht ihr das? Ja. Wir haben doch bis jetzt hier gar nichts gemacht und waren die ganze Zeit hier einfach... Er kommt hier mit 20 Herzen hin und labert irgendwas von Machtliebhaber. Ja, ja, ihr seid das Böse. Ja, natürlich. Wenn es darum nicht gehen würde, dass Hugh der Gute wäre, warum ist er dann gestern der Versuchung, hat er sie nicht widerstehen können? Er hat Versuchung genommen und hat Timmy einfach damit vernichtet. Ist so. Schwert. Warum ist Hugh dann der Gute? Ich wollte niemanden vernichten, ich wollte nur reden, aber ihr habt direkt auf ihn losgegangen. Du mit dem Schwert in unserem Gesicht, oder was? Ihr seid gestern, als ich erschaffen wurde. Ich hab TNT. Da habt ihr direkt, seid ihr auf mich losgegangen, Alter. Ihr seid, du hast original gesagt, dieses Mal gehe ich als erstes auf euch los. Du hast uns angegriffen. Ich weiß nicht, ob das so war, aber dann habt ihr dazu gesagt. Okay, denkt dran, auf die. Liken, abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Ja. Lofty, du hast doch gerade dieses TNT geholt. Ja. Wir können da vorne im Ausgang eine Falle bauen. Ich habe ja die Druckplatte. Wenn die dann rausgehen, kassieren die richtig hart. Oh ja, ja, ja. Komm, schnell, schnell, schnell. Ja, ja. Hier. Das sollte reichen. Okay, Druckplatte drauf. Okay. Er sieht nicht normal aus, er sieht krass aus, Alter! Ja, Alpha Clan! Alpha Clan! Alpha Clan! Alpha Clan! Das bringt nichts. Alpha Clan! Das bringt nichts, Kern. Ey. Wir sind komplett durchgeknallt. Also, ich sag euch jetzt eine Sache. Ey, was willst du sagen, hä? Komm, sag doch irgendwas. Du und welche Armee eigentlich, hä? Bro, wenn du wüsstest, was für eine Armee ich habe, Alter. Ach, komm. Ihr wisst, du sagst, du hast eine krasse Bindung zu Tobi. Die Laufbrüder-Armee, oder was? Bro. Ich war für 2 Tage auf Admin. Tobi hat mich zum Admin gemacht. Ich war mit ihm zusammen. Aus Mitleid, ja. Und ich sage dir, dass meine Bindung zu Tobi 1000-mal krasser ist und ich derjenige bin, der diesem ganzen Wahnsinn hier ein Ende bereitet wird. Ach, wenn deine Bindung so krass ist zu Tobi, warum hat er dich davon nicht in Kenntnis gesetzt, dass ich komme? Du hättest dich vorbereiten können. Du hättest einen schönen Tisch schmücken können, sagen, ey, komm, wir essen was Schönes. Mit Lofty zusammen, den Ehrenmann. Weißt du, warum er das getan hat? Nee, warum denn? Weil er dich nicht mag. Oh. Also du wirst mir sagen, er gibt mir die ganzen Superkräfte. Gibt mir das, tut mich auf die YouTuber-Insel holen, weil er mich nicht mag. Also ich sag dir eine Sache über Tobi. Alle Dinge, die er tut, haben immer ein Rätsel und ein wirklich gutes Ende. Das heißt, die Dinge, die er macht, sind wirklich so durchdacht. Und er wird dich nicht einfach so auf die YouTuber-Insel packen, dass du hier für Chaos sorgst. Er weiß, ich sorg doch auch nicht für Chaos, ich sorg für Gerechtigkeit! In dem Moment, wo du auf die Insel gekommen bist, wussten alle schon, dass du fallen wirst. Und ich werde fallen. Sein, der dich zum Fallen bringt. Timmy wird aufsteigen. Nee, du wirst einen Putzebaum nach vorne machen. Das wirst du machen. Das Einzige, wo du aufsteigen wirst, wirst du vielleicht in League of Legends, wenn du das bisschen suchst. Das Einzige, wo du aufsteigen wirst, jetzt kriegt er ein richtig großes Maul. Die Gangschaltung von deinem Auto, Alter. Hau ab jetzt. Es reicht doch jetzt. Reicht doch jetzt. Von unserer. Ja, es ist die Falle. Hey. Rein hier, Alter. Reine Falle. Junge, das war Reini, Alter! Das war Reini, der wollte Krieg haben! Er hat die Falle gebaut? Ja, okay. Reini hat eine Falle gebaut! Das geht gar nicht! Wir müssen einen Gegenschlag machen, Leute! Wir müssen den Gegenschlag machen! Wo ist Reini Space? Das ist eine gute Frage! Oder wo ist Kianis Space? Da müssen wir zu Kianis hingehen, ich sag dir ehrlich! Ja. Kianis hat oben eine Burg oder so! Ja, das müssen die uns heimzahlen! Burg.
Du meinst doch unsere Burg da oben, ne? Ja, genau, wir müssen unsere eigene Burg sprengen. Los, Leute, komm! Habt ihr noch zwei Elytren? Nein! Ich brauch eine Elytra! Habt ihr noch zwei Elytren irgendwie? Ob wir kein Feuerzeug haben, Leute? Ja, hier ist der Fall. Ja, genau, dann nimm den. Ich hab einen Hebel, Leute, damit können wir auch sprengen. Oh ja! Ja! Komm! Ich hab auch noch hätte auch gereicht. Aber ich komm da nicht hoch! Timmy! Du musst hochlaufen! Was? 10 Jahre später bin ich dann da! Oder du fragst Tobi. Das halten meine Knie nicht aus! Okay, glaub, aber ich weiß nicht, welche Richtung. Ist das die richtige Richtung? Ja, du musst einfach nur da hochgehen. Einfach nur hier hoch. Alter, ihr dürft euch das nicht so gefallen lassen von Rhiney und Kianis, ey. Die behandeln euch wirklich wie Dreck, Mann. Was? Hab ich doch gar nicht behandeln lassen. Ihr habt ja einen Bock gesagt, überreden, Alter. Zu deren Schmutzbrüdern drüber zu gehen, Alter. Das sind Lauchbrüder. Die nennen sich Bizepsbrüder, aber sind Lauchbrüder. 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 Wir müssen einfach aus Protest die Trizepsbrüder gründen und sie besiegen. Auf dem Weg nach oben. Erklär uns bitte den Plan, den du schon ausgeheckt hast. Der Was Plan ist, Alter, dass wir jetzt denen erstmal zeigen, dass wir uns sowas nicht gefallen lassen. Das heißt, wir werden ein bisschen TNT-Action machen, okay? Ja, aber nicht zu viel natürlich. Wir wollen langsam anfangen. Das klingt gut. Natürlich. Ja, aber Explosionen gefallen mir. So muss das sein, Alter. Wir sind nämlich stark. Wir sind stark. Ja. Trizepsbrüder. Trizepsbrüder. Davon ist ein TNT, ey. Wieder aufmache. Nur mit echtem Hähnchen. Leute, nein, er hat eine gute Bindung zu Tobi. Was redet der da? Kianis hat überhaupt keine gute Bindung zu Tobi, ey. Was will er uns da labern? Der will uns nur verunsichern. Aber Kianis nicht. Ich sag euch ehrlich, Kianis ist nur neidisch. Ja, da müssen wir hin, aber Kianis ist nur neidisch, Leute, weil ich so viel Herzen hab und ein bisschen Macht hab und so. Aber ich nutze die Macht nicht aus. Hätte er ein gutes Verhältnis mit Tobi, dann hätte er die 20 Herzen, oder nicht? Richtig. Also, was labert er eigentlich? Ja, eben. So ein Sabbelsack, also, ehrlich. Weiß gar nicht, was sein Problem ist, Alter. Er tut einfach Leute manipulieren. Er wollte meine Zuschauer manipulieren, Alter. Ja. Gar nicht. Sie denken, wir sind auf der falschen Seite, weil die so einen Scheiß erzählen. Gebannt. Ist so, das geht nicht, Alter. Müssen wir wirklich was gegen unternehmen. Und jetzt wird gesprengt, ich sag's euch so, wie es ist. Ich glaub, der ist da, oder? Nein, ich hab ihn nicht gehört, also. Mal gucken, ob er da ist. Geht's hier rein? Oh, wir sind drin. Aufpassen, dass da keine Fallen sind. Busplatten an. Busplatten an. Ort der Hoffnung. Unheil, Ort, U-Boot, Verrat. Was für Ort der Hoffnung? Insel, Dschungel. Freunde. Ich sag doch, die sind besessen, ey. Denen geht's nicht gut. Komm, lass sie hoch, lass sie hoch, lass sie hoch. Guck mal, was ich hier hingeschrieben hab jetzt. Ort der Loser. Ja, Mann, Alter. Was haben wir hier noch? Ort der Schande sollte man das hier nennen. Wirklich. Leute, ist Kianis hier? Ja, irgendwer ist hier. Ey! Achso, das bist du. Was ist jetzt verraten, Mann? Nein, da ist niemand. Ich habe aber vorher Schritte gehört. Ich könnte schwören, ich habe Schritte gehört. Ey, nein, ich glaube nicht, oder? Wo sind die Feiglinge hin? Ist da jemand? Hallo? Die bauen eine Falle bei uns und dann sind sie zu feige, hier zu sein? Ist so, Alter. Die können sich nicht mal stellen, ey. Nicht mal das kriegen wir hin. Hä? Was ist hier? Was macht ihr hier? Tobi! Tobi, komm! Tobi! Wie hast du denn schon wieder TNT in der Hand, mein Freund? Das hab ich ihm gegeben. Übung. Das war eine Übungstechnik. Ja, hier, ja. Richtig. Ja. Wir wollen wissen, wie man richtig TNT abbaut und zündet, Tobi. Und wir sind hier wegen dem Friedensvorschlag an die Lauchbrüder, Bizepsbrüder. Genau. Ja, Mann. Die haben bei uns gesprengt, die haben eine Falle gemacht. Ja. Ja. Falle haben die bei euch gemacht. Ja, einfach Mann. Eine Falle gemacht. Wir wollten unsere Position erhärten, Alter. Und deswegen sind die rausgeflogen. Wir sind nur ganz normal, wie man durch die Tür eigentlich geht, rausgegangen. Und genau. Boom gemacht. Ja. Und das waren die. Das hat Rhiney wahrscheinlich gebaut. Hast du bestimmt gesehen, Admin. Admin, du schießt auf unserer Seite, oder? Wir sind die Guten. Natürlich, davon sprengen wir nie die Rede. Wollten wir nicht, wir wollten nicht. Wir wollten nur was, ein Andenken platzieren. Wer redet da? Hört ihr das? Da unten sitzt sie! Wir hauen,
Ich würde sagen, hauen im Hund. Hey, etwas erledigen. Hey, habt ihr uns belauscht oder was? Hey, habt ihr uns belauscht oder was? Wir sind doch nur ganz normal hier in Tian Space, war ich hier am Chillen und hab diesen. Ach so, deswegen warst du auch die ganze Zeit nicht da. Dann erklär doch mal, Tobi, die Falle, die du uns bei uns hingemacht hast. Mit was hab ich denn die Falle hingemacht? Ja, dazu ist doch ein Admin da, dass er die Wahrheit sagt. Als Tiro geschrien hat, haha, er ist in die Falle getappt, die ihr mir gestellt habt. Tja, was redest du denn da für Lügen? Ich glaub nur meinen Freunden und du bist kein Freund, du bist ein Verräter, Alter. Ich will sagen, du hast so eine riesige Nase, die wird gleich länger so viel, wie du lügst. Was macht ihr in meiner Burg? Ey, Lauchbruder haben hier Verbot, Alter. Ihr könnt nur die Alpha-Clan-Mitglieder rein. Ja, dann müsst ihr doch weggehen, Alter. Siehst du, was hier steht auf dem Schild? Warum steht dann hier, oh, der Loser? Das ist schon ein bisschen peinlich von euch. Warte, Kian. Kian, ging es bei dem Ort nicht darum, wo diese Herren hier quasi herkommen? Dankeschön, ich schwöre, ich wollte gerade sagen, ihr habt euch selber gerade so ein Eigentor geschossen. Die Lauchbrüder werden laut. Das weiß ich viel der Welt, ey. Bro, ihr habt euch so ein Eigentor. Außerdem, Kianis, ich habe gerade mit dem Admin geredet und der meinte, dass alles Chico ist. Verstehst du? Ich zeig dir mal, wie man den Admin beschwört. Ja, mach mal du dein Beschwörding. Was hat der denn jetzt schon wieder? Der tanzt auf einem Bein und fässt sich an die Stirn wahrscheinlich. Komm her. Und hofft dann, dass es regnet. Stellt euch mal auf die Laterne. Ja, hier, ich stell mich auf die Laterne. Geht jeder auf eine Laterne? Das ist bestimmt eine Falle. An die anderen aufpassen, das kann eine Falle sein, weil bei denen weiß man nie. Ja, Rainy. Richtig. Stimmt. Ich sag euch jetzt, der wird hier in der Mitte beschwört. Okay, alles klar. Okay. Der lügt! Ja, wenn er kommt, dann mag er mich nicht. Ja, alles klar. Ja. 3, 2, 1. Wenn der Zeiger durchsteht, werde ich erscheinen. Ja. Wenn er mich mag, kommt er nicht. Bro, das ist alles Humbug. Nein! Da. Was? Da! Was denn das jetzt? So! Das ist ein Faker, das ist ein Hologramm. Tobi, du hast gesagt, es ist immer unsere Entscheidung. Wir dürfen entscheiden. Und meine Entscheidung ist es jetzt, dass diese 4 Alpha-Clan-Mitglieder mein Schloss, meine Festung verlassen. Und zwar jetzt. Das ist meine Entscheidung. Ist zum Teufel. Dann schmeiß sie raus. Ganz einfach. Ja, ist so. Schmeiß uns doch raus. Wie sollen wir die zu zweit... Da! Siehst du das? Der Admin ist auf unserer Seite. Hörst du auf damit? Kommt, Leute, schmeißt es raus! Ja, wir versuch's schmeißen doch. Ich nehm mich bald raus! Ja, was versuch's doch! Schmeiß mich raus! Schmeiß mich raus! Die Loser-Brüder! Janis, komm mal mit! Wir können ja vielleicht einen Deal machen, wenn du willst. Was möchtest du machen? Ich will mit dir einen guten Deal machen. Ich hab noch ein bisschen Hoffnung in dir und ich merke, dass du auch einen kleinen Draht zum Admin hast. Das finde ich gut. Ja, das finde ich gut, aber du musst dich von Sue abwenden. Du musst dich distanzieren und sehen, dass er auch böse ist teilweise. Ich sag nicht, dass er komplett böse ist, aber er hat sehr, sehr böse Adern in sich, die nicht gut sind für die YouTuber-Insel. Weißt du was? Weißt du, was ich dazu sage? Jetzt wird er geschlagen. Schaut! Hey! Lass Timmy auf ihn! Erledigt Janis! Was stimmt denn mit euch nicht? Er macht ihn fertig und nur abhauen können sie. Hey. Ja, Rainy, hau auch ab. Los, verschwinde! Nix. Los! Niemals hau ich dich ab! Dann ist es dein Untergang! Dein Untergang, wenn du hier bleibst! Abhaust. Rainy! Oder sollte ich besser sagen, Körper? Oh mein Gott! Das war's mit Rainy! Ja, Rainy vorbei! Rainy, rennen! Rainy flüchtet! Nicht den Hund töten! Der Hund muss leben! Aber Rainy muss sterben! Ja, sterb! Rainy, willst du dich ergeben? Letzte Chance! Ha? Ey! Er will es wirklich, okay? Er geht auf mich, okay, weil ich kaum was hab! Du bist so ehrenlos im Kämpfen! Du bist schlecht! Okay, komm, 1 gegen 1! Komm, alles gut! Ja, kämpf gegen Timmy, 1 gegen 1! Los! Komm, trau dich! Komm doch her, was ist denn los mit dir? Warum brennst du denn? Bist du in der Sauna oder was? Hört mir zu, alle, es reicht jetzt! Oh mein Gott, so knapp! Es reicht! Ja, okay, gut, okay, mach du zu! Okay, wir können gerne die Waffen stilllegen, alles gut! Wir können die Waffen stilllegen, dann hört auf zu kämpfen! Guck mal, ich muss euch was gestehen. Hiro. Ja, ich muss euch was gestehen, Leute. Ich hab nicht mehr die Herzen, die ich mal hatte.
Was? Warum aber? Oh. Irgendwas ist hier falsch. Das liegt bestimmt an deinem Haus hier, das verflucht oder so. Das ist bestimmt wegen deinem blöden Ritualen, die du gemacht hast, Kianis, Alter. Du drehst und ihr seht euch als gut? Ihr seht euch als gut? Ist so. Schämt euch. Gesorgt. Habt ihr gar nicht, Alter. Ihr habt den Admin dazu gebracht, zu manipulieren. Hört mal zu, ich will jetzt, dass Pishta sich entscheidet. Pishta. Willst du immer noch zu den Verrätern gehören? Zu dem schlechten Clan? Hä? Dann musst du rübergehen zu Reini und Kian jetzt. Oder bist du endlich bei Besinnung und kommst zu uns? Das ist jetzt deine Entscheidung, Bro. Das ist die letzte Chance, die ich dir gebe. Du weißt, auf welcher Seite du gehörst. Ist so. Wir würden dich nie im Stich lassen. Immer siegen. Ey, Pishta, ich war immer da für dich, Alter. Hey, Bruderherz, du weißt. Es tut mir so leid. Entscheid dich jetzt. Was macht der da? Er verrät uns. Junge, was soll das, ey? Gute Entscheidung. Pishta, du Verräter. Wir treffen uns morgen um genau der gleichen Uhrzeit auf der Plattform von Tridan oben auf der Arena. Und dann treffen wir diesen Kampf 4 gegen 4 ganz normal aus. Ja, okay. Easy Clap, machen wir. Und am Ende wird nichts geklaut. Es geht nur um den Kampf. Bis dahin hat eure Ente, euer Chicken, euer Hotwing, was auch immer, Filetbites, was auch immer. Junge, halt dich zurück, Alter. Bis dahin hast du Zeit, dir eine vernünftige Rüstung zu geben, weil du bist halt wirklich echt, also du bist halt wirklich One Clap, Digga. Aus dir mache ich Chicken Filet. Was willst du, Ricer, eigentlich, ha? Respektlos, er mit mir redet. Ich will mit dir, Alter. Auf damit! Zu mir! Ey, kommt zu mir in meine Festung, fängt mir an zu drohen. Was ist los mit euch? Ihr habt bei uns eine Falle gestellt, Alter. Was? Richtig. Das waren wir. Wir haben doch mit euch geredet. Während er hier rausgegangen ist. Ich bin alles Lügen. Zu deinen Leuten gekommen und hab gesagt, ey, wir planen eine Rebellion. Hilft ihr uns mit? Bam. Und danach sagen die, nee, und fangen an durchzudrehen. So, warte mal. Du wolltest eine Rebellion machen? Gegen dich, Timmy, ja. Gegen wen? Gegen Tobi. Dich. Was? Gegen dich und Tobi. Geht's euch eigentlich noch gut? Und er redet von verbündet sein mit Tobi. Euch gegen den Admin anlegen? Wir sehen uns. Alter, ich weiß nicht, was in euch gefahren ist, aber mit dem Admin legt man sich nicht an, Alter. Pishta, ich bin wirklich enttäuscht von dir. Ich will einfach keinen Streit mehr hier. Dann müsstest du auf unserer Seite sein. Komm wieder, entweder reden wir das oder wir werden die Fäuste fliegen lassen, Alter. Bro, wir lassen die Schwerter fliegen. Was für Fäuste? Sind wir bei Tekken oder was? Junge, ich bin auch bei GTA, wenn ich will. Checkst du das? TNT in die Hand nehmen. Lass, du hast ab jetzt Alpha Tower Verbot. Ja. Wir sehen uns noch, Alter. Wir gehen. Du Ekliger. Wir gehen. Ja, das gibt's so TNT in die Hand, Jungs. Ja, Mann. Lass uns nach oben gehen. Elytrin in die Hand nehmen. Und dann nehmen. Hauen wir ab hier, Alter. Ja, Leute, das wird schwer. Bescheid. Ihr wisst, ey, wir ihr müsst uns nicht begleiten, ne? Wie? Wir können das auch alleine machen. Ich gehe zu Fuß. Ja, wir hauen, wir gehen ja jetzt auch, aber wir kommen wieder. Tschüss, Mann. Also Leute, ihr habt's gehört. Ich muss mich auf jeden Fall ausrüsten für den großen, großen Kampf. Und ich hätte nicht gedacht, dass uns Pishta sowas von verrät. Wenn euch das Video gefallen hat, auf jeden Fall Like da lassen, Abo und Glocke aktivieren.